So, da wären wir wieder beim blauen Kristall. Und in den Kommentaren der letzten Folge stand drin, dass ich die ganzen Fallgruben hier noch gar nicht getestet habe. Und ja, das ist vollkommen richtig. Gucken wir erstmal kurz, ob wir noch genug Platz haben und ob wir irgendwas aussortieren können. Ja, Kompass wurde auch gesagt, braucht man nicht unbedingt. Die Pfeile habe ich ganz gern dabei, um Druckplatten auszulösen. Die ganzen Bomben werden wir erst später brauchen. Das soll ja meine Notfalllösung sein. Das kann man dahin. Du kannst mal dahin. Und der Sack hier ist leer. Okay. So, dann geht's jetzt runter zu den Fallgruben. Und zwar die da. Da, das war der Raum mit den ganzen Legionären. Gucken wir da mal kurz runter. Stimmt, da mussten wir da was rauflegen. Und dann da runter hopsen. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Das wird nix. Das war eine super Idee mit den Fallgruben. Komm. Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Schon haben wir keine Heiltränke mehr. Ja. Okay, also entweder lassen wir die Fallgrube erstmal aus. Oder wir machen ganz viele Heiltränke. So. Nochmal das Ganze. Giftbombe hier, Eisbombe da, Feuerbombe da. Der konnte auch noch hier bleiben. Der kann darauf. Und wir haben hier noch eine Flasche. Da machen wir gleich nochmal einen Heiltrank draus. Aber selbst mit drei Heiltränken schaffen wir das in der Grube auf jeden Fall nicht. Das heißt, die markieren wir erstmal auf die altbekannte Art. So, da ist noch was. Das heißt, wir flitzen jetzt daran einfach ganz geschickt vorbei. Und gehen zu den beiden Gruben da und schauen mal, was da unten ist. Und ein Schild nehmen wir auch noch mit. Das sind mal eben 5 Punkte mehr ausweichen. Das ist nicht zu verachten. So, wie kriegen wir euch auf? Das da wegnehmen, ne? Jupp, und das führt genau in den gleichen Bereich. Na gut. Dann werden wir uns jetzt wohl hier durchprügeln müssen. Ah. Ich habe einen Weg gefunden, wie man schummeln kann. Einfach ganz schnell links und rechts und wird mit ihm getroffen. Aber sowas wollen wir doch gar nicht. Wir wollen nicht schummeln. Wir wollen choppen und Criticals machen. Genau. Zack. Na komm her. Die sind irgendwie komisch. Die starren da auf die Wand und machen nichts. Also irgendwas ist gerade hier richtig buggy. Aber gut, sei es drum. Oh. Zing. Die wollen irgendwie nicht hier hingehen. Ting. So, werfe ich jetzt einfach mal blind in die Richtung. Kommt mal da. Ah, da hinten ist noch eine. Zing. 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 Wo sind meine Steine? Da sind meine Steine. Ah, die Schnecke traut sich wenigstens auf das Feld. Jetzt komm mal da hin. Ich will was testen. Nee, das Feld ist irgendwie komisch. Naja, auch eine Art, sowas zu überleben. Das brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Hier haben wir noch eine Schnecke. Ching. So, Essen nehmen wir alles mal mit. Also ja, wir brauchen das Essen nicht unbedingt so wirklich, aber was ist hier gerade aufgegangen? Oh, ein Teleporter. Also wir brauchen es nicht so wirklich, aber zwischendurch, zum Schlafen zum Beispiel, wäre es ja doch ganz praktisch. Daran habe ich irgendwie nie gedacht, ans Schlafen.
Bist du immer noch da? Ich kenne einen Weg nach draußen, aber ich kann es nicht alleine dorthin schaffen. Wir müssen zusammenarbeiten. Steige hinab zu dem Grund des Berges. Wir können uns dort treffen. Also ja, was ich gerade vor diesem dubiosen Traum mal wieder gesagt habe, war, dass ich das Schlafen ganz vergessen habe. Ich bin immer zurück zum blauen Kristall gelaufen. Aber jetzt, wo wir so viel Essen im Überfluss haben, da wir ja quasi alleine spielen, soll ich das wesentlich öfters mal benutzen. So, hier unten ist aber sonst nichts mehr. Aber so oder so hat sich die Fallgrube gelohnt. Dann haben wir ein bisschen Essen abgestaubt und jede Menge Erfahrungspunkte. Das heißt, die da können weg. Denn die beiden und der da führen ins selbe Gebiet. Nämlich... Vergleichen wir mal. Es ist so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder vom Rand. Ja, irgendwo hier sind wir gelandet, ne? Na gut. Also, in die müssen wir nicht mehr rein. Aber wir müssen da jetzt noch was hinwerfen, damit wir durchkommen. So, und das Licht geht aus. Licht. Schild. So, hier war sonst nichts. Also die beiden haben wir abgehakt. Fehlen noch die beiden Gruben da. Die können wir gleich mal machen. Und ich habe noch einen Schalter übersehen vor dem Turbinenrätsel. Achso, wir wollten da ja runterspringen, richtig? Richtig. Geronimo! Du bist ein normaler Pilz, richtig? Richtig. Nachher gab es ja noch die garstigere Version davon, die diese Giftwolken gesetzt hat. Ching. Wo wir gerade dabei sind, können wir mal kurz einen Heiltrank machen. So, was haben wir hier? Eine Lederhose. Die macht plus 4, du machst plus 3. Ching, weg damit. Und den Schädel können wir auch hier lassen. Essen können wir mal. Haben wir das Essen schon in die Kiste gestopft? Nee, in der Kiste war noch Krimskrams. Und Grimcaps. Das sortieren wir mal ein bisschen um. Also in die Kiste kommt jetzt allgemein Zeug, das wir nicht wirklich mehr für irgendwas brauchen. So. Und in den Beutel kommen jetzt die Pilze rein, die wir zum einen essen können und zum anderen für irgendwas Alchemistisches gebrauchen. Also Krimskrams, Essen, Bomben und dergleichen. Und das Essen packen wir einfach so hin. Ich finde es ganz gut, dass man hier recht viel Platz hat, wo man die Sachen hinlegen kann. Und nicht wie bei Dungeon Master, dass man nur ein Feld links, ein Feld rechts hatte. So kann man das schön übersichtlich sortieren. So, der Rest kann alles mit. Und kurz mal Autosave kann auch nicht schaden. Also, jetzt haben wir noch da eine Grube. Und wo war der Turbinenraum eigentlich? War da eine Etage höher? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na gut, behalte ich mal im Hinterkopf. Turbinenraum müssen wir noch hin. Und hier. Hier waren wir schon mal ganz kurz. Da ist der Teleporter raus. Und dahinter war was Schickes. Stimmt. Da hatten wir überall Schalter und konnten Sachen rauflegen. Legen wir hier mal einen Pfeil rauf. Und... da haben wir eine Weile dran gesessen und sind später wieder zurückgekommen. Das heißt, hier war irgendwo, glaube ich, noch ein Knopf oder dergleichen. Die Druckplatte vielleicht auch noch. Gucken wir mal kurz. Da. Aha. Tada. Schön.
Also ja, es ist definitiv ein Vorteil, wenn man das Spiel schon einmal durchgespielt hat. Man merkt sich doch ein, zwei Sachen. So, noch irgendwo ein Pfeil, den wir haben liegen lassen? Ja, da hinten. Jupp. So, das Ding macht Schutz 2 und Giftresistenz 50. Da wir eh nichts im Slot haben, ist das ein super Upgrade. Also, doch. Die Fallgrube wird höchstwahrscheinlich auch da wieder runterführen. Aber das testen wir trotzdem mal. Jo, tut's. So, und hier haben wir die Turbine. Und in den Kommentaren stand, vor dem Turbinenrätsel haben wir einen Knopf vergessen. Wahrscheinlich den Knopf da. Das heißt, wir drücken jetzt den Knopf, damit müssen die Fallgruben zugehen und gehen dann dahin und drücken den Knopf. Tada, Secret. Oh, ein Buch. Buch ist immer super gut. Das war das Buch der Lebenspunkte. Das hatten wir im letzten Playthrough in Dieb gegeben. Und jetzt bekommt wer das wohl? Er. Ja, schöne Sache. Ja, die Bücher sind echt cool. So, hier können wir sonst nichts mehr machen. Kein Secret im Secret im Secret. Nö. So, jetzt können wir schon ein bisschen mehr aushalten von den Spinnenbissen. Man sollte nicht gegen anlaufen. So, genau, die Grube hier kriegen wir zu, wenn wir den Pfeil hochheben. Aber irgendwie müssen wir noch das Gitter oder das Tor aufbekommen. Das war wie? Nicht so. War hier nicht irgendwo ein Knopf? Was machst du? Du machst die Tür zu. Ich glaube, wir mussten hier Dunkelheit beschwören oder irgendwas in der Richtung. Wir sind schon im ganz unbekannten Gebiet. Und ich höre ganz viele Spinnenfüße. Nee, nee. Ich weiß, das war ein Raum mit richtig vielen Spinnen. Das will ich mir jetzt nicht unbedingt antun. So, das wäre der reguläre Weg aus dem Turbinenrätsel raus. Hier irgendwo ein Schalter vielleicht? Nö. Okay. Und in den Kommentaren stand ebenfalls, dass die Spinnen nicht respawnen. Das glaube ich irgendwie erst, wenn ich es gesehen habe. Weil eigentlich sollte es allgemein gar keine respawnenden Gegner geben, aber die Feuerelementare ein paar Ebenen tiefer sind auf jeden Fall respawned auf Hard. Es kann ja sein, dass auf Normal die nicht respawnen. Aber auf Hard haben sie es getan. Deswegen bin ich auch skeptisch mit der Aussage, dass die Spinnen hier auch nicht respawnen. Aber gucken wir mal. Also es soll sich später irgendwo hier oben was öffnen und da kommen dann nochmal Spinnen raus. Das könnte dann wie ein Respawn wirken, ist aber keiner. Ha. Da müssen wir wahrscheinlich hier durch die Tür durch, aber da brauchten wir zwei Schlüssel. Gut, den Secret werden wir uns dann auch merken müssen für später. Da geht's nicht durch. Das heißt, es geht nur weiter bei der Tür mit den ganz vielen Spinnen dahinter. Oh, was haben wir da unten noch? Achso, das ist der Einsturz. Einsturz. Damit ich da nicht jedes Mal extra wieder hinlaufe, weil ich denke, es ist eine Abkürzung. Ting, ting. Liegt doch nichts rum. Nö. Ich verlange ein Opfer. Tust du das? Stimmt, hier könnten wir zweimal was rauflegen. Tada, eine Seidenhose brauchen wir nicht. Einen Schlüssel, den brauchen wir schon eher. Ist das da unser Pfeil? Kommt man so schlecht ran? So. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Wir opfern jetzt die Hose. Tada, Secret. Und wir haben Nomadenhandschuhe bekommen. Schutz 1, was nicht wirklich viel ist. Und 5 gegen Kälte. Ein Zauber, den recht wenig Monster benutzen. Aber gut. Ein Punkt Schutz haben und nicht haben. Und viel wiegen tun die Dinger ja auch nicht. 0,4. Nö. So weit, so gut. Wie kriegen wir die Tür hier auf?
Wollen wir die überhaupt aufbekommen? Ich höre ganz viele Trippelbeinchen. Geht's noch ein drittes Mal? Nö. Nee, das ist wohl nur ein Zweiteingang in den Spinnenbereich da unten. Und in dem Bereich wird der zweite Schlüssel sein. Also die Tür hier oben brauchte zwei Schlüssel, jeweils auf der einen Seite. Einen haben wir eben gerade hier gefunden. Und der andere ist da drin. Aber das bewahre ich mir dann doch auf für die nächste Folge. Speichern wir mal ab. Ach ja, ich habe vergessen, die Quickslots zu überschreiben. Denn ich habe immer noch meine 100 Safe Games hier. Also das war T7. Jetzt bist du... Ja, du bist jetzt T... So. Speichern. Und wir sehen uns in ein, zwei Tagen wieder. Bis denne.